kannst du auch sonst noch ein Stuhlbein abtreten und den als Hebel benutzen, um die Wirbelsäule da wegzubrechen. Ja, auf Das tut jeden er tatsächlich Fall. nicht, dafür scheint er sich für zu professionell zu halten. Malorn, es ist auf jeden Fall wie jeden Richter Pflicht, in seiner Zeit als Auszubildender sozusagen, so ein bisschen mit Leichen in Kontakt zu kommen, damit man so ein bisschen abgehärtet ist. Du hattest natürlich ein bisschen Glück, du bist Advokat. Kein Das heißt, Protektor. du bist kein Protektor. Was heißt, deine Ausbildung ist deutlich weniger physisch als die von anderen Richtern. Du erinnerst dich noch genau an, du hast, glaube ich, einmal in der Ausbildung eine Leiche gesehen, wenn du dich recht erinnerst. Und das war auch kein Vergleich mit diesem Gemetzel, das gerade Dr. Johnny vor dir mit diesem schon verstümmelten Toten anrichtet. Vielleicht wärst du doch lieber in deiner Stube geblieben. Das ist auf jeden Fall deutlich physischer, als du dir das vorgestellt hast. Oh, das Ganze dauert doch ungefähr 3 Stunden. Ja. Also erstmal kurz Hinweise. Er hat insgesamt 17 Verletzungen. Davon sind 14 Schnitte und 3 Stiche. Die Stiche sind. Ich sage jetzt hier so, das, was du jetzt sagst, das wird mein Charakter immer sozusagen so nebenbei einfach in den Raum hinein erzählen, wie in ein Diktiergerät. Ja, und ich werd wie ein Diktiergerät mitschreiben. Es sind Wahrscheinlich die Worten Schnittverletzungen. zu mir. Es sind Schnittverletzungen in beide Richtungen vorzufinden. Entweder mehrere Täter oder Täter griffen von mehreren Richtungen an. Schwer zu sagen. Man kann nicht genau sagen, was für ein Händler der Täter war. Was auf jeden Fall zu sehen ist, ist sehr, sehr wenig Blut da. Der Täter, der ist auf keinen Fall dort gestorben, wo er ihn gefunden hat. Und er ist auf jeden Fall schon ein paar Stunden tot gewesen. Und zwar auch bevor man ihn bewegt hat. Erkennt man sozusagen typischerweise hier und da vielleicht einen kleinen Bruch der Knochen, weil man irgendwie Leichenstarre umgebogen hat? Beim Transport? Dir fällt tatsächlich ein Bruch auf, der an den Kniegelenken zu sehen ist, an beiden übrigens. Der Mann, wer auch immer das war, das ist ein Mann, so um die 40 gewesen, war auch ziemlich stattlich, muss man ganz ehrlich sagen. Du kannst dir auch vorstellen, wie der ausgesehen haben muss, als er noch gelebt hat. Wurde, wie es aussieht, irgendwie zurechtgebogen, vielleicht zum Transport, du bist dir nicht sicher. Was dir allerdings auffällt, ist auch eine seltsame Verbrennung, die er im Halsbereich hat. Auf die Verbrennung hin und auch auf einige innere Organe hin, wird dann auf einmal der Rucksack geöffnet, eine Molluske herausgeholt, auf den Spreizer geschraubt und dann die Molluske sanft geöffnet und an dem Körpergeruch an wenigen kleinen Stellen immer wieder rangehalten, um zu gucken, ob der Muskel zuckt und reagiert bei der Verbrennung, bei inneren Organen, in der Hoffnung, dass man, wenn er vielleicht permanent verspornt war, man einen Hinweis darauf bekommt. Sowas sieht man normalerweise auch im Nasenraum, also im Rachenraum auch, da bilden sich diese Sporen im Körper, binden sich im Körper und setzen sich fest. Des Weiteren musst du den Mollusken gar nicht öffnen, der reagiert automatisch, also der weiß schon, wie das geht. Aber was du auf jeden Fall sagen kannst, der Molluske zuckt nicht. Keine Ich Verbrennung. stelle keinerlei gröbere Versporung fest. Buck steht tatsächlich an der Tür, die nach oben führt und hält immer noch Wache und schaut auch nicht hin. Aber bei der Verbrennung wird er hellhörig. Was für eine Verbrennung ist das am Hals? Das weiß ich nicht. Sieht das aus wie von Die ist auf jeden einem. Fall nicht groß und wie ist sie? Kreisrund? Es sind tatsächlich zwei Verbrennungen, die nebeneinander angeordnet sind. Doch sind nicht groß tatsächlich, sind sehr klein. Kaum zu. Würde man leicht übersehen tatsächlich, wenn man jetzt nicht wie du tatsächlich Ahnung von der ganzen Sache hat. Hier zwei parallele Verbrennungen wie von, naja, wie von einem Heizstab. Ich Dann gehe zuckt er dahin die und gucke mir Schultern. das an. Sieht das aus, als hätte ihn jemand mit einem Schocker traktiert? Also du hast sowas schon mal tatsächlich gesehen, Erase. Und das ist tatsächlich gar kein schlechter Vergleich. Entweder hat ihn jemand mit zwei glühenden Nadeln gestochen, oder jemand hat ihn niedergeschockt. Das ist jetzt schlecht. Auf jeden Fall. Entweder jemand hat Spaß darin gehabt, glühende Nadeln in ihn zu stecken, oder jemand hat einen Schocker benutzt. Diese Stäbe von den Chronisten. Nicht Die haben vorne tödliche auch Waffen. Elektronen. Nicht tödlich. Und aber Ein äußerst Scheiß. effektiv, um jemanden außer Gefecht zu setzen. Du da, Philippos. Seine Sachen liegen da. Gib mir mal das, was er hat in den Taschen. Man sieht auf jeden Fall, wie Dr. Johnny jetzt die Molluske abschraubt und mit seinem Spreizer mit dem stechenden Ende Richtung zu seinem Gesicht geht und einen Größenvergleich macht, einen Waffenabgleich macht, indem er einfach die Spitzen da in die Richtung hält, ob das vielleicht ein Spreizer war. Also du kannst dir gerne ansehen, die Schnittwunden sind deutlich kleiner. Es war eine schmale Klinge, es war eine gerade Klinge, würdest du sagen. Und eine extrem scharfe Klinge. Das geht dann so weiter.
Aber hier sieht man, ein Spreizer würde viel größere Wunden schneiden. Der würde wahrscheinlich den Kopf in zwei Teile schneiden oder zumindest viel größere Teile hinausschneiden. Es war kein Spreizer. Aber es könnte eine viel kleinere Version eines Spreizers möglicherweise sein. Auf jeden Fall sehr scharf. Ja, die Feder von, oder die, der Stift von Valoran kommt gar nicht vom Blatt runter, schreibt alles mit, was du sagst, jedes einzelne Wort, landet in seinem kleinen Notizbüchlein und deutet dann mit dem Stift einmal in Richtung von Bug oder Erase. Hatte er Ringe oder so etwas an seinen Fingern, irgendwas zum Identifizieren? Philippos, was ist mit dir? Hast du was gefunden? Ja, ich öffne die Überbleibsel, das letzte Hab und Gut des Toten und wühle da einfach mal durch. Du wühlst tatsächlich hindurch und es ist gar nicht mehr so viel da. Du findest ein kleines Säckchen mit Schwarzpulver und 5 Kugeln. Ansonsten ist nicht mehr viel da gewesen. Sein Gürtel, sein Mantel, tatsächlich der mit den Schnittverletzungen, er hat eine Hose an, er hat Stiefel an, ein Hemd. Sein Hut ist weg, seine Brille ist zerbrochen und verbogen, aber ebenfalls so halb an seinem Ohr hängend noch. Ich bemühe mich sehr, die Leiche dabei nicht zu sehr anzufassen. Ja, gar kein Problem. Du bist natürlich auch so leicht angeekelt. Das ist auch mal eine Probe auf Wille plus Glaube, Psyche plus Glaube machen. Hat er Wechsel dabei? Er hat tatsächlich, also kein Geld zu sehen. Ihr wisst ja auch nicht, vielleicht liegt ja noch was an der Stelle, wo er abgeladen worden ist. Aber er wurde nicht ausgeraubt, also sowas wie Kugeln würde man ja mitnehmen. Vor allem das Schwarzpulver. Dann ich deute einfach mal auf seine Habseligkeiten, wenn Philippos die da nach und nach einmal hochreicht, zeigt, dass es dann eben jeder sehen kann, der hier anwesend ist. Und wenn da nichts dabei ist, dann könnten die sich das einstecken. Also da nicke ich dann, kannst du behalten. Bis dann eben sowas wie Gürtel, Mantel, Hut, Brille, das wird natürlich dann am Körper gelassen, weil das wird dann bitte verbrannt. Jedes Teil, was hochgehalten wird, Dr. Johnny scheint immer die Molluske einmal daran zu halten, ganz intensiv, um zu gucken, ob dort ein Versporungsgeruch drin ist, den die Molluske wahrnimmt. Ich schaue mir die Finger mal an, ob der irgendwelche Ringe hat, eine Halskette eventuell. Wenn du dir die Finger ganz genau ansiehst, tatsächlich, dann wird dir auf jeden Fall auffallen, er hat wahrscheinlich einen Ring an, der ist aber weg. Der wurde wie mit Gewalt vom Finger gerissen. Hier ist so ein Schatten. Vermutlich hat er einen Ring getragen. Dann schaut man nach, ob der Finger gebrochen ist, weil vielleicht wurde der Finger, vielleicht wurde derjenige getötet, der Ring abgezogen und dann ist es die Totenstarre eingetreten, wer weiß. Vielleicht auch lange vorher abgelegt. Ist der Finger gebrochen? Der Finger ist gebrochen, tatsächlich, ja. Der Finger ist gebrochen. Das ist also passiert, nachdem die während der Totenstarre. Die Totenstarre tritt ungefähr eine halbe Stunde bis Stunde, je nach Umgebungstemperatur, nach dem Tod ein und hält dann für einige Stunden an. Und verschwindet dann wieder. Das heißt, jemand hat einen Ring gestohlen. Advokat, tragen die Richter Ringe als Identifikationsmerkmal bei sich? Das kommt auf ihren Umgebungseinsatz an. Ja, du weißt auf jeden Fall, hochrangige Richter, vor allem Schiedsmänner oder so und auch wichtige Advokaten und die Leute im Senat, die tragen, also wenn sie aus wichtigen Familien kommen, häufig Siegelringe. Aber jemand wie du wahrscheinlich nicht. Ja, vor allem, wenn wir dann im Einsatz sind, dann möchten wir erstmal keine Hinweise auf unsere Identität zurücklassen. Deswegen schüttel ich einfach nur noch mit dem Kopf, was auch immer das zu bedeuten hat. Ich werde jetzt den Kopf aufschneiden, das Gehirn untersuchen, ob ich Degeneration feststelle. Ja, dreht man sich wieder weg. Holt er wieder die Säge heraus und sägt sanft den Schädel auf. Der Wiedertäufer fängt an zu pfeifen, sehr laut. Ich blick dann wieder zu Buck und in Richtung der Treppe nach oben. Die Leiche hat am Anfang überhaupt nicht gerochen, tatsächlich. Jetzt wo Dr. Johnny natürlich weiter daran sich macht, diese Leiche zu zerfetzen, in ihre Einzelteile zu zerlegen, fängt es natürlich auch hier drin an zu stinken. Riecht nach Blut. Dieser seltsame Geruch von Knochen, wenn er aufgesägt wird. Knochenmehl. Ja. Also es wird für Leute, die jetzt nicht ganz krass abgehärtet sind, wahrscheinlich Dr. Johnny als einziger,
unangenehm hier drin. Ach du Scheiße. Ich stelle mich mal an die aufgebrochene oder wieder zugemachte Tür von Fidelboss, in der Hoffnung, dass man so einen kalten Windzug von einem leichten Schnee oder sowas abkommt. Und auch wenn es nach Eisen oder sowas riecht, das ist mir dann erstmal egal, aber ja, Hauptsache frische Luft. Da draußen. Ich hebe die Tür auch eindeutig wieder zur Seite und dämme mich lieber mal draußen hin. Mich an der Mauer ab. Draußen hat der Schneefall inzwischen aufgehört, der Wind hat großteils nachgelassen. Es ist immer noch kalt draußen, aber es ist aushaltbar und vor allem ist es deutlich angenehmer als drinnen, wo weiterhin diese Geräusche zu hören sind, die man eigentlich nur mit sehr, sehr viel Alkohol wieder vergessen kann. Also fassen wir bis jetzt zusammen. Er wurde an einem anderen Ort umgebracht und hier abgelegt. Er wurde mit einem starken Elektroschock außer Gefecht gesetzt. So etwas wie die Schockstäbe von den Chronisten. Wer auch immer ihn umgebracht hat, hat seinen Ring mitgenommen. Warum auch immer. Vielleicht um seine Identität anzunehmen. Die Art und Weise, wie er verstümmelt ist, das spricht aber gegen Chronisten. Der Chronist hätte ihn vermutlich erwürgt und die Leiche verschwinden lassen. Und sie nicht öffentlichkeitswirksam platziert. Genau das ist es, was mich beunruhigt. Öffentlichkeitswirksam. Niemand hat sie zerstückelt oder in die Kanäle geworfen. Oder draußen auf die Felder gebracht. Das ist das, was ein Chronist tun würde. Kann man sehen, wie Dr. Johnny ein Brot schneidet? Ach nein, das ist das Hirn, was er in kleine Scheiben schneidet. Buck atmet einmal tief ein und tief wieder aus. Graue Scheibchen. Keine Hirnstädigungen, die sichtbar wären. Wer hat jetzt also Interesse? Ich kann das aufschließen und ich kann bisher degenerative Gehirnkrankungen erlegen. Er ist keines natürlichen Todes gestorben und wäre auch nicht in nächster Zeit an einem natürlichen oder Krankheitsverlauf gestorben. Wer hat ein Interesse daran, einen Richter in einem Viertel zu lassen, das erst einmal wenig mit den Richtern zu tun hat? Hier gibt's nur Schrotter, Richter, Kinder, vielleicht. Richter und Huren. Wir befinden uns ungefähr zwischen dem Hoheitsgebiet der Richter und der Chronisten und der Jehamedane. Ganz grob. Dann ist es wohl für die Richter. Stellen wir uns die Frage, wem es nützt. Wer hat ein Interesse daran? Dass Jehamedane und Richter geschwächt werden? Nein. Das ist eindeutig die Jehamedane. Das ist eindeutig ihr Werk. Das könnte ein Staatsputsch sein. Ein Putsch? Das klingt seltsam. Vor ein paar Wochen haben die Jehamedane mit einem Selbstmordattentat eine unserer Statuen weggesprengt. Das war öffentlichkeitswirksam. Sie handeln anders. Sie handeln einfach direkt, offensiv, dumm. In allen Münzen ein lautes Klappern ist zu hören. Und ihr könnt sehen, wie ein Mann mit einem großen Schlitten hinter sich, also so einem Zugschlitten, Richtung Müllberg aus einer Gasse kommt. Er trägt einen schweren Umhang und man sieht darunter, dass er, wie es aussieht, aus einer aus Schrott zusammengelöteten Panzerung trägt. Der Schlitten selbst ist auch fast am Überquellen vor Dingen, die irgendwie darauf festgezurrt sind. Ich schau den Richter fragend an. Ja, ich deute mal vielsagend mit meinen Fingern. Werdet ihr sicherlich verstehen. Einmal auf Fidelboss, einmal auf Erase oder Buck. Also es ist jetzt wohl irgendwie offensichtlich, dass der Wiedertäufer viel zu viel weiß und dementsprechend eingegliedert wird. Deute ich mal in Richtung von diesem Schrotter. Nach dem Motto, ihr wisst schon, was zu tun ist. Buck geht voraus auf leichten Füßen. Ja. Und schleicht sich von hinten an. Ja, der Schrotter bleibt beim Müllberg stehen und fängt jetzt an, wie das Zeug, das auf seinem Schlitten war, darauf zu werfen. Ich würde gern so hinter ihm stehen, so einen leichten Bogen machen und ihm dann aus dem Hinterhalt einen Schlag mit dem Streamer-Handschuh mitgeben. Sein Körper in der Sichtlinie zur Tür steht, damit man den Funken nicht sieht. Ja, ich würde es dir nochmal ganz kurz sagen.
bist hier mitten im Technikzentrum am Müllberg, das ist ein öffentlich zugänglicher Platz. Und so, ihr seid ja schon viele Stunden jetzt hier tatsächlich. Ach, es wird wahrscheinlich innerhalb der nächsten 2 Stunden hell. Es ist jetzt nicht so ungewöhnlich, dass hier noch ein Schotter auftaucht jetzt tatsächlich. Dann gehe ich einfach nur zu ihm hin und räusper mich hinter ihm. Er dreht sich um, also er ist unglaublich unrasiert, hat eine typische Staubbrille auf und seine Panzerung natürlich aus Nähen ist natürlich zusammengestückelt, aber scheint tatsächlich, wie es aussieht, sehr praktisch zu sein. Er hat, wie es aussieht, darauf aufgepasst, dass das Ding, wie es aussieht, einigermaßen funktioniert. Du würdest mal vermuten, es ist ein Ruinenwolf, also nicht der schlechteste Schrotter. Er dreht sich so um, mustert dich von oben bis unten. Jetzt fällt dir auch auf, dass er unter seinem Mantel, wie es aussieht, eine schwere Schusswaffe mit 2 Läufen irgendwie verborgen hält. Der ist auf jeden Fall nicht wehrlos. Guten Morgen. Er mustert dich kurz. Morgen. Und wirft währenddessen weiter in seinen Schrott, ohne viel Federlesen hin. Guckt kurz dorthin, wo vorher die Leiche lag. Scheint ihm nicht aufzufallen. Also der Blick wandert halt drüber und wirft weiter in seinen Schrott. Ist auf da überhaupt noch was zu sehen, wo die Leiche war? Jetzt wird es ja auch ein bisschen heller langsam. Also wird es demnächst wahrscheinlich Tag werden. Und das ist meine Wahrnehmung gefunden. Ein bester Wert. Heute nicht. Ja, du musst auf die Stelle kurz, also du siehst ein paar Blutspuren, aber jetzt nichts, was die Leute ausflippen lassen wird. Bisschen Blut im Schrotterviertel. Huhuhu. Ich werf nochmal einen fragenden Blick zur Tür zurück. Ja, also wenn es halt jetzt Tag wird. Also es ist kein Bring ihn um, sondern es ist eher ein Was tut der hier? Stell einfach mal ein paar Fragen. Er nickt. Ermittle. Was tust du hier? Schrott wegwerfen. Hast du die letzten Tage, vor allem in der letzten Nacht, irgendwas Ungewöhnliches bemerkt? Er mustert dich kurz, kratzt dich am Kinn. Was ist denn ungewöhnlich? Ein paar Leute, die in der tiefsten Nacht und vor allem bei Sturm und Scheißwetter irgendwas Schweres durch die Straßen schleppen. Sowas machen nur Volltrottel, die sich irgendwie den Tod holen wollen. Ganz genau. Er wirft weiterhin Müll auf den Haufen. Also hast du nichts gesehen. Oder gehört. Gehört? Er kratzt sich wieder am Kinn. Irgendwann hat draußen einer Wiedertäuferlieder gesungen. Das ist normal. Und welche Säufer halt. Ja. Sonst noch etwas? Wenn du mir was Brauchbares, eine brauchbare Information gibst, gibt's Wechsel. Das scheint tatsächlich wieder ein besserer Antrieb zu sein für ihn. Er kratzt sich wieder am Kinn. Muster dich. Und du darfst mir eine Täuschung würfeln. Ich will ihm mal wirklich Wechsel geben. Ich weiß, es geht wieder um was anderes. Täuschung. Ja, muss er dich kratzt sich am Kinn. Nicht viel. Auch ein bisschen kann viel sein. Und ich könnte meinen Freund fragen. Der hat seine Augen immer überall. Wer ist dein Freund? Stürmer, komm her! Ja, aus der einen Gasse, aus der auch er gekommen ist, löst sich ein großer Schatten und ein großer blonder Mann kommt gelaufen. Ebenfalls ähnlich gekleidet wie der Mann, mit dem du gerade redest. Ja. Stürmer! Hast du heute Nacht was gesehen? Oder gehört? Irgendwas Ungewöhnliches. Der Mann nickt und macht irgendwelche komischen Zeichen mit der Hand. Woraufhin sein anderer Schrotterfreund nickt. Übrigens, ich bin Raubknecht. Gib dir die Hand. Fuck. Du siehst auch, wie er sich den Handschuh auszieht dabei. Ja. Er hat keine gefärbten Hände. Ja, ich bin ja nicht offensichtlich als Richter oder sonst irgendwas zu erkennen. Er zieht auch den rechten Handschuh aus. Und reicht ihm die Hand.
Ja, er greift die Hand, zieht dich so ein bisschen näher. Hoffentlich hat er auch ein paar Wechsel. Raubknecht hat tatsächlich was gehört. Aber genauer gesagt, der Stumme. Er grinst. Heute Nacht sind, wie es aussieht, ein paar Leute hier durchgelaufen. Und haben was mit einer großen Schubkarre hier abgeladen. Was für Leute? Er macht wieder diese komischen Zeichen Richtung Stummen, der ebenfalls mit diesen komischen Zeichen, diesen Handbewegungen, die du überhaupt nicht einordnen kannst, antwortet. Auf jeden Fall denkst du, dass er antwortet. Ja, dann schaue ich wieder zu dem anderen zurück. Der offenbar für seinen Kollegen spricht. Ja, es geht eine ganze Weile hin und her. Du weißt schon, zwei Ziegenficker. Der Herr Medana. Genau. Was wollen die Wichser denn hier? Wahrscheinlich Schrott stehlen, damit sie irgendwas draus basteln können. Häuser, was weiß ich. Ich meine, wenn das ist das Zeug, das ihr wegschmeißt. Vielleicht haben sie auch verspohrtes Fleisch hier abgeladen. Haben sie schon ein paar Mal gemacht, um uns in die Scheiße zu reiten. Warum zum Fick wollen die Herr Medana euch irgendwas anhängen? Damit es nicht bei ihnen gefunden wird, das weiß doch jeder. Wenn die Spitalier spitz kriegen, dass du irgendwas Verspohrtes hast, ja, dann kommen sie und treten dir so fest in die Eier, dass da sie aus dem Mund wieder rauskommen und dann schneiden sie dir noch ab, wenn sie rausbaumeln. Ja, unangenehm. Und die sind vom Yamedana Viertel gekommen. Keine Ahnung, sind auf jeden Fall die große Straße entlang. Für mich zum Verständnis, die große Straße ist die hier, ne? Ja, genau. Da zeigt ihr auch lang. Passt. Oh, man kann. Wie macht man diesen Pfeil nochmal? Leertaste. Ach, danke. Drin. Wunderbar. Ja, die Straße zeigt ihr auf jeden Fall entlang. Das ist interessant. Danke. Ich ziehe 30 Wechsel aus der Tasche und gebe jedem 15. Puh, großzügig. Er klopft dir auf die Schulter. Wenn jemand danach fragt, ob ihr schon einmal gefragt wurdet, dann habt ihr keine Ahnung. Der nickt, macht wieder so ein paar Zeichen Richtung vom Stummen. Und der nickt ebenfalls. Wer bist du nochmal? Ja, er wirft den letzten Schrott von seinem Schlitten. Wir gehen. Ich bin Buck. Haben wir uns schon mal getroffen? Überleg kurz. Gut möglich. Seid ihr manchmal... ja... bei den Apokalyptikern? Im Strandgut. Klar. Können wir ja was trinken, ich bin zu Geld gekommen. Unbekannter Wohltäter. Er grinst und winkt dir zu und verschwindet in der Gasse, aus der er gekommen ist. Zusammen mit seinem Freund. Unglaublich, wie er es nicht begreift. Ich drehe mich mal in Richtung von Dr. Johnny, wenn ich das Gespräch so nicht ganz verstehen kann. Schau mal, ob du da noch irgendwas tust, irgendwas machst, ob du fertig bist, ob du neue Erkenntnisse hast. Nee, man sieht, wie er sozusagen jetzt hier die Hände spuckt, die Hände ineinander reibt und nachdem er einmal reingespuckt hat, sozusagen die Hände immer weiter sanft ineinander reibt, bis irgendwann das ganze rote Zeug zu großen Teilen krümelig zu Boden fällt, das ganze Blut und die Eingeweide, die er in den Händen hatte. Dann schaue ich mal zu Philippos. Findest du hier irgendwas Brennbares? Wir müssen den Leichnam verbrennen. Ich deute auf den Tisch, auf dem die Leiche liegt. Ja. Der ist aus Blech. Ein Blechtisch. Mach dich nützlich. Fang an zu suchen. Irgendwas Brennbares. Ja, mehr Tüll, mehr Tuch, Öl, irgendwie sowas. Fang an zu suchen, Philippos. Man nimmt die Decke, schmeißt die auf den Boden, zeigt auf Philippos. Da unten ist das Öl. Wälzt die Decke noch zwei, dreimal drin und her, dann ist die Decke ölgetränkt. Was jetzt? Was zuerst? Die Decke, die auf dem Boden ist. Warum ausgerechnet ich? Okay. Ich gebe dir jetzt 5 Wechsel für deine Dienste und dann kannst du gehen. Danke. Und kicke ich mal mit dem Fuß die Decke in Richtung des Öls, tritt nochmal drauf und wische nochmal wie so ein Lappen hin und her. Ist das eine besondere Decke? Nö, das ist eine ganz normale Wolldecke. Hätte sein können aus irgendwelchen besonderen Tierfällen oder so, wie es bei den Jehamedanern da üblich wäre. Das ist eine ganz normale Decke, ist tatsächlich halt eine, die von Kunden den Richter mitgebracht worden, um die Leiche zu bedecken. Ah, okay, was Dr. Johnny allerdings weiß, ist, dass das nie reichen wird, um die Leiche komplett zu verbrennen, nicht mal um sie unkenntlich zu machen. Das wird nur dazu führen, dass sie viele Verbrennungen hat,
Könnte aber noch erkannt werden vom Gesicht. Soll ich das Gesicht abschneiden? Okay, Philippos. Du kannst ja nochmal 5 Wechsel verdienen. Zertrümmer sein Gesicht. Ich möchte übrigens dich noch an was erinnern. Frosty, ihr wisst noch nicht, wer das Opfer ist. Ja gut, aber er hat keine Merkmale. Also ich hab mir das ihn angeguckt. Wenn ich ihn nicht kenne... Man sieht, wie Dr. Johnny einfach anfängt, das Gesicht jetzt abzuschneiden. Mit dem Skalpell links vorsichtig an der Schläfe. So eine Totenmaske. Bis zum Kinn auf der anderen Seite genauso. Oben an der Schädeldecke ist ja schon geöffnet. Dann fängt er an, sich eine kleine Stelle zu suchen, schneidet sanft und fängt an, dieses gesamte Gesicht abzuziehen. Gut, dann können wir jetzt mit dem Schädelzentrum anfangen. Sie noch einmal ganz kurz, die schaut noch mal rein, schreibt sich die Augenfarbe auf. Und lässt dann den großen Philippos sein Werk verrichten. Ich hol dann mal 10 Wechsel raus und gib sie dir. Los. Ich stehe erstmal fassungslos da. Ich halte dir die 10 Wechsel hin. Spitalien erwartet. In dem Moment, als er das Gesicht abzieht, kommt Buck in die Tür rein und bleibt stehen, festgefroren, mit diesem ach du Scheiße Blick. Da siehst du, wie Dr. Johnny das Gesicht in den Händen hält, links und rechts oben an den Schläfen sozusagen festhält, in deine Richtung schaut, das Gesicht sozusagen vor seinem Bauch gehalten und das Gesicht ein wenig hin und her wackelnd. Hat jemand eine Tasche hierfür? Was dir übrigens auffällt, Johnny, ist tatsächlich, dass dieses Gesicht ähnlich groß wie deins ist. Der hat einen ähnlichen Kopfbau wie du. Ja, Dr. Johnny fängt an, die Brille, die er trägt, abzunehmen und sich das Gesicht auf sein Gesicht zu legen. Ja, ich herausfordernd jetzt meine Hand auf, mein Handschuh. Wir sind hier nicht bei den Geißlern, das ist keine Totenmaske. Her damit. Er hat ungefähr eine Gesichtsform wie meine. Interessant. Und dann nimmt man die Maske wieder runter von seinem Gesicht. Man erkennt den Glibber noch auf seinem Gesicht drauf und reicht und steckt die Maske vorsichtig auf die Hand von dem Advokaten. Können wir uns ja für später nochmal merken. Ja, es ist schon ganz schön ekelhaft. Ich packe einfach mal alle meine Sachen aus der einen Seite in der Ledertasche, also so Büchlein, Kodex und so, in die eine und dann habe ich Platz auf der anderen Seite. Wird wahrscheinlich ein bisschen durchsapschen mit dem Blut, aber naja gut, kann man ja sich einen neuen Mantel holen. Zumindest warte ich jetzt erstmal darauf, dass Philippos seine Arbeit tut. Vorher gehe ich hier nicht weg. Naja, nachdem du dein Zeug umgepackt hast, tritt Philippos auf den Leichnam zu, nimmt sich zuerst einmal eine der Taschen, die noch an dem Leichnam lagen, und reicht sie dir. Wendet sich dann ab. Versucht die Leiche oder zumindest die Stücke, die ja noch am größten sind, aus der Tür zu schleifen, um sich dort in dem Schrotthaufen und dann adäquates Werkzeug zu suchen, um der Aufforderung nachzukommen, so widerlich er das auch findet. Ich empfehle ihn übrigens daran erinnern, sagt er beim Rausgehen. Es wäre wahrscheinlich auch möglich, die Leiche einfach irgendwie einzuwickeln und außerhalb der Stadt zu begraben, für Leute, die ein bisschen Pietät bewahren wollen, aber das sei ich nur als Spielleiter gesagt. Ich empfehle den Stiefelabsatz. Justizian ist grausam. Lebt damit.